Hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Astrologie und des Mondes. Der aktuelle Mondzyklus bringt Verheißungen, Fantasie, Inspiration und auch romantische Verklärung und Verführung. Bevor wir uns dem Mondzyklus zuwenden, hier noch ein Hinweis. Die Videos mit euren Sternzeichenhoroskopen sind online und auch die kosmische Schwingung für den Dezember mit den genauen Infos zu allen Planetenübergängen. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch gerne an mich wenden, aber es kann ein bisschen dauern, bis ihr einen Termin bekommt. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos verlinke ich auf der Infokarte hier und auch unten in der Videobeschreibung. Der Neumond zu diesem Zyklus fällt auf den 26. November um 16.05 Uhr und findet statt auf 4 Grad im Schützen. Der Schütze ist ja das Zeichen der Verheißung, des Optimismus und der großen Perspektive. Und die erwartungsvolle Stimmung im Dezember entspringt einer uralten Tradition, denn früher hat man im Dezember die Sonnenwendfeiern abgehalten. Ob wir uns nun einfach nur auf ein schönes Weihnachten mit der Familie freuen oder ob wir spirituell unsere Zeremonien und Meditationen zur Wintersonnenwende vorbereiten, wir sind in diesem Dezember sehr inspiriert und haben viel Freude dabei. Astrologisch gesehen beginnt dieser Zyklus mit einem Neumond der Inspiration und der Heilung. Denn Sonne und Mond im inspirierten Schützen bilden einen Harmonieaspekt zu Chiron, dem Heilerplaneten, hier im Widder. Und die Spannung zwischen Mars und Uranus hat jetzt ihren Höhepunkt erreicht und wird nun schwächer. Das heißt, Nervosität, Verletzungsgefahr und gegebenenfalls auch die Neigung zum Streit lassen wieder nach. Die Stimmung ist insgesamt versöhnlich, denn die Venus steht in Konjunktion mit Jupiter. Da haben wir also die beiden Wohltäter der Liebe und des Glücks, die sich zusammentun. Dabei ist die Venus sozusagen schon mal in den Steinbock vorausgeeilt und in wenigen Tagen am 2. Dezember wird Jupiter dann ebenfalls in den Steinbock wechseln. Die Verbindung der Wohltäter und die Verbindung des Neumonds zu Chiron, das sind für mich Symbole für den Sinn und Zweck der Weihnachtszeit, nämlich zu schenken, zu geben und zu helfen und uns außerdem liebevoll unseren wichtigen Beziehungen zu widmen. In dieser Konstellation steckt auch die Aussicht, dass wir jede Form von Schenken, Helfen und wohltätigem Engagement als spirituell erfüllend und sinnvoll empfinden. Allerdings stehen die beiden Wohltäter hier auch in einer Spannung zu Chiron. Das würde ich so deuten, dass es auch Konflikte geben kann zwischen unserem Wunsch zu feiern und teure Geschenke zu kaufen und den Bedürfnissen derjenigen, die Hilfe brauchen und denen wir in der christlichen und spirituellen Tradition etwas von unserem Wohlstand abgeben sollten. Sehr schön ist der Aspekt hier zwischen Merkur und Neptun. Er fördert ein empathisches, mitfühlendes und spirituelles Denken. Auch für die Liebe hat dieser Zyklus einiges zu bieten. Die Venus als Liebesplanet steht zusammen mit Jupiter als Glücksplanet und der leidenschaftliche Mars im Skorpion bildet günstige Aspekte dazu. Das heißt, im Laufe der Weihnachtszeit wird noch so manche neue Romanze entstehen, oft sogar ganz überraschend. Und damit kommen wir zu dem dritten besonders schönen Aspekt in diesem Monat. Die Venus und auch Jupiter bilden nämlich traumhafte Verbindungen zu Überraschungsplanet Uranus. Das heißt eben, wie gesagt, dass sich unerwartet und plötzlich noch Liebesromanzen ergeben können. Aber Venus und Jupiter, das ist auch eine gute Verbindung fürs Geld. Und deswegen gibt es vielleicht auch noch beruflich oder finanziell einen unerwarteten Bonus oder Zuschuss und unterm Weihnachtsbaum schöne Überraschungsgeschenke. Offenbar lässt sich diesen Dezember jeder was ganz Tolles einfallen. Außerdem sind diese drei Konstellationen ganz wunderbar für ein Ritual oder eine Wunschmeditation zum Thema Reichtum, Fülle und Nächstenliebe im neuen Jahr. Wobei wir auch Verantwortung übernehmen sollten. Das sagen uns die Gestirne im Steinbock. Ihr könntet euch also zum Beispiel wünschen, im neuen Jahr stets genug Reichtum und Fülle zu haben, damit es euch selbst gut geht und ihr auch anderen etwas Gutes tun könnt. Beim zunehmenden Mondviertel am Mittwoch, den 4. Dezember, steht Jupiter bereits im Steinbock und wir haben eine außergewöhnlich schöne Drachenfigur im Horoskop. Das erkennt ihr hier in diesem großen Dreieck mit dieser Spitze hier, sieht halt aus wie ein Flugdrachen. Dabei verbinden sich Venus und Mars und das sind ja die beiden Liebesplaneten und das Ganze auch noch auf der Mondknotenachse. Das heißt, unter dieser Konstellation können sich Seelenpartner finden und zwar sowohl solche,
die das Potenzial für eine große Liebe haben, als auch solche, die sich finden, weil sie in diesem Leben, vielleicht gleich jetzt im Dezember, noch eine besondere Aufgabe zusammen zu erledigen haben. Das heißt, wenn ihr im Dezember noch ein besonderes Event plant, findet ihr wie durch ein Wunder die richtigen Leute, die euch dabei unterstützen, wenn ihr sie braucht. Übrigens kann die Venus hier am absteigenden Mondknoten auch anzeigen, dass eine Liebe aus der Vergangenheit nochmal auftaucht oder auch eine andere Person, Freund oder Freundin, die in eurem Leben wichtig war und ihr bekommt nun die Gelegenheit, wieder Kontakt aufzunehmen oder etwas aus der Vergangenheit zu heilen. Auch die Lilith ist hier in diese Aspekte eingebunden und das kann bedeuten, dass wir überlegen, welche Freundinnen oder Freunde oder entfernteren Verwandten oder Bekannten wir eventuell über Weihnachten einladen sollten, mitzufeiern, auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Sonst stehen die womöglich Heiligabend vor der Tür und wir sind nicht darauf vorbereitet. Sonne und Mond bilden wie immer zu den Mondvierteln ein Quadrat, also einen 90-Grad-Winkel. Und dabei wird hier der verführerische und fantasievolle Neptun mit einbezogen. Das bedeutet, bei manchen Versprechungen wird auch ein bisschen übertrieben oder man nimmt sich aus Überschwang mehr vor, als man halten kann. Weil so eine positive Grundstimmung vorherrscht, sagen wir vielleicht öfter, oh ja, das machen wir, schaffen es aber dann doch nicht. Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollten wir also jetzt im Dezember schon darauf achten, welche Vorhaben noch realistisch sind und auch, was wir jeweils von anderen erwarten. Da sollten wir uns ganz genau absprechen. Übrigens sind das auch Konstellationen, mit denen man ein bisschen zu tief ins Glühweinglas schaut und bei Weihnachtsfeiern ein bisschen zu wild Party macht. Wenn sich eine neue Romanze in dieser Zeit ergibt, kann sich hinterher herausstellen, dass der oder die andere vielleicht schon anderweitig gebunden ist. Vielleicht ergeben sich auch glühweinselige Flirts, die man nicht unbedingt ernst nehmen sollte. Aber es sieht dann doch so aus, als könnten wir hinterher alle uns gegenseitig nicht wirklich böse sein. Achtsam sein sollten wir aber mit unseren Kindern, besonders wenn sie noch kleiner sind, dass wir denen nicht zu Weihnachten mehr versprechen, als wir nachher halten können. Denn das betrifft sowohl Geschenke als auch Unternehmungen, die wir vielleicht planen. Kinder sind dann doch bitter enttäuscht, wenn sie sich auf etwas gefreut haben, was sie dann doch nicht bekommen. Dann lieber vorher den Ball flach halten und mit einer schönen Überraschung aufwarten. Denn wir haben ja wirklich ganz wunderbare Sterne für alle Arten von angenehmen Überraschungen. Der Vollmond am 12. Dezember um 6.12 Uhr findet dann in den Zeichen Schütze und Zwillinge statt und bildet dieses Dreieck hier zu Neptun. Das heißt, die Erwartungen und Versprechen sind weiterhin groß, aber jetzt hilft uns der Mars hier im Skorpion, sie auch wirklich einzuhalten. Das ist ein sehr schöner Aspekt hier von Mars zu Neptun, der bedeutet, dass man sich wirklich aktiv und tätig engagiert, um zu helfen und Gutes zu tun, dass man also seinen Worten auch Taten folgen lässt. Gleichzeitig bildet der Merkur, der am 9. Dezember in den Schützen wandert, hier einen schönen Aspekt zu Chiron, das heißt, dass wir auch verstehen, wo wir wirklich gebraucht werden. Auf der persönlichen Ebene sind das auch gute Aspekte, um eventuell bestehende Missverständnisse oder Zwistigkeiten jetzt wieder zu klären. Und manchmal kann man dadurch auch wieder zueinander finden, dass man sich gemeinsam für eine gute Sache engagiert und sich überlegt, wie man anderen helfen kann, die es wirklich nötig haben, wodurch dann die eigenen Probleme gar nicht mehr so wichtig erscheinen. Die Venus wird sich in den Tagen rund um den Vollmond mit Saturn und Pluto treffen und für eine gewisse Ernüchterung sorgen, wenn wir uns zu viel vorgenommen haben. Vielleicht denken wir dann auch nochmal drüber nach, wie viel Budget wir wirklich für die Weihnachtsgeschenke haben und ob wir eventuell sogar einen Kredit aufnehmen sollen, aber davon raten die Sterne eigentlich eher ab. Lieber ganz realistisch im Budget bleiben und nur Dinge schenken oder kaufen, die wirklich nützlich und sinnvoll sind. Und bitte in diesen Tagen nicht mit dem Partner wegen Geld streiten. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch ganz überraschend Geld herein, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten, aufgrund der Glücksaspekte mit Jupiter und Uranus. Das heißt, der Kosmos unterstützt uns dann sozusagen, bei unseren guten Absichten zu helfen und etwas Schönes zu schenken. Das abnehmende Mondviertel am 19. Dezember zeigt nochmal viel Schaffenskraft und gute Ideen an. Der Mond steht dann in der vernünftigen und umsichtigen Jungfrau und wir sind wahrscheinlich ganz zufrieden, denn das meiste, was wir uns überlegt haben, scheint zu funktionieren und wenn wir jetzt mit irgendwas noch nicht fertig sind, haben wir die Kraft, uns noch drum zu kümmern. Kleiner Tipp,
Mittwoch, der 18., ist ein guter Tag zum Geschenke shoppen. Da sind wir ganz drauf konzentriert, vernünftige und schöne Dinge zu finden, die sinnvoll sind und den Beschenkten wirklich Freude machen. In dieses abnehmende Viertel fällt die Wintersonnenwende am 22. Dezember um 5.19 Uhr, wenn die Sonne in den Steinbock geht. Das ist einer der vier Kardinalpunkte des Jahres. Und diese sind, nochmal zur Erinnerung, der Frühlingsanfang mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche, dann geht die Sonne in den Widder. Dann die Sommersonnenwende, dann geht die Sonne in den Krebs, die Herbsttag- und Nachtgleiche, wenn die Sonne in die Waage geht und eben jetzt die Wintersonnenwende mit dem Übergang zum Steinbock. Sie ist auch der eigentliche Ursprung des christlichen Weihnachtsfestes. Deswegen wollen wir uns diese wichtige Konstellation nochmal extra anschauen. Die Sonne im Steinbock bildet bis zum 27. eine wunderschöne Verbindung zu Glücksplanet Jupiter, sozusagen ein kosmisches Weihnachtsgeschenk. Die Konstellation zeigt Glück, Großzügigkeit und Verbundenheit im Glauben an. Und weil sie im Steinbock stattfindet, fördert sie auch unsere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Für unsere Lieben, für unsere Ziele im neuen Jahr und auch für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen. In den Tagen bis zum nächsten Neumond kommen jetzt eventuell nochmal Überlegungen auf, wie wir mit den etwas schwierigeren Leuten aus unserem Bekanntenkreis umgehen sollen. Oder vielleicht gibt es auch schwarze Schafe in der Familie. Wollen wir sie nun einladen oder nicht? Wollen wir sie dabei haben? Wollen wir uns um sie kümmern? Und wenn ihr nicht Weihnachten im Kreis der Familie feiert, ändern sich vielleicht für euch noch kurzfristig die Weihnachtspläne. Möglich auch, dass sich mit weiblichen Figuren noch überraschende Entwicklungen ergeben, dass eine Person kommt oder auch nicht kommt. Denn die Venus wechselt am 20. in den Wassermann und bildet dann einen Spannungsaspekt zu Uranus, der aber gleichzeitig hier von Sonne und Jupiter aufgefangen wird. Im Extremfall kann der Aspekt eine Trennung kurz vor Weihnachten anzeigen, aber nur, wenn eine Beziehung ohnehin kurz vor dem Ende stand. Wahrscheinlich wird sich dann herausstellen, dass es besser so war. Letztendlich sind die Aussichten versöhnlich. Das heißt, es gibt zwar Planänderungen zu verkraften, aber wir kriegen es dann doch irgendwie so hin, dass es ein Happy End gibt. Für viele spirituell arbeitende Menschen ist die Wintersonnenwende der eigentliche Beginn des neuen Jahres. Das würde bedeuten, dass die Konstellationen der Wintersonnenwende auch das neue Jahr beschreiben. Und damit wäre das kosmische Versprechen von Jupiter im Steinbock wirksam, nämlich, dass wir Glück und Freude empfinden, indem wir Verantwortung für etwas Gutes übernehmen. Und das gilt dann auch für das gesamte neue Jahr. Und tatsächlich läuft der Glücksplanet ja auch bis fast zur nächsten Wintersonnenwende durch den Steinbock, nämlich bis zum 17. Dezember 2020. Der Neumond am 26. Dezember um 6.13 Uhr ist ein ganz besonderer, denn er findet am absteigenden Mondknoten statt und zeigt sich deshalb als ringförmige Sonnenfinsternis. Die ist zwar bei uns in Deutschland nicht sichtbar, aber astrologisch verstärkt sie die Wirkung der Neumondkonstellation. Weil sich dieser Neumond mit Jupiter und dem zukunftsgerichteten Uranus verbindet, hat er etwas Visionäres, obwohl er im konservativen Steinbock stattfindet. Mit ihm beginnt ein neuer Mondzyklus und mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Mondzyklus-Video, das Mitte Dezember online geht. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne und inspirierte Vorweihnachtszeit und ich melde mich dann wieder mit den Videos für den Januar und die veröffentliche ich alle noch vor Weihnachten. Aktuell online sind die Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Dezember und die kosmische Schwingung mit den Weihnachtssternen. Und schaut euch auch den aktuellen Livestream noch als Video an. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.